Moin, Mario hier. Willkommen auf meiner Schiffsmodellbauwerft. Und weiter geht's wieder mit der Scharnhorst. Und zwar mit Ausgabe 2. Machen wir die mal gleich auf. Wieder eine lasergeschnittene Platte wird geliefert mit einem Stück Mittelträger und zwei Spanten. Und hier Ätzteile für das Geschütz. So, die Bauanleitung. Was machen wir heute? Und zwar wird der Mittelträger hier verlängert und zwei Spanten werden eingeklebt. Und am Geschütz werden wir diese Messingteile anbringen. Die Holzteile sind nun verbaut. Jetzt kommen wir dann zum zweiten Schritt in dieser Ausgabe, und zwar die Messingteile sollen jetzt an den Geschützturm geklebt werden. Nachdem dann hier die Ätzteile angebracht wurden, geht es jetzt nun an die Leitern und dafür brauche ich dann meinen selbst gebastelten 0,5 mm Bohrer. Da werden dann jetzt hier Löcher reingebohrt, 6 Stück glaube ich insgesamt, um dann die Leitern dann zu halten. Die Messing-Ätzteile sind jetzt nun alle am Geschütz dran. Ja, es ging einigermaßen, die anzubauen. Ja, das ist ja nichts Neues, solche kleinen Teile sind, ja, die sind für mich schwierig. So, das wäre jetzt sozusagen Ausgabe 2. Und ich würde mal sagen, ach, wir machen die Ausgabe 3 noch gleich hinterher. Nun machen wir die Ausgabe 3 gleich mal auf.
Irgendwie will die heute nicht auf. Hier sind als erstes mal die Geschützrohre drinne. Und horizontale Träger, die hier außen eingebaut werden. Im Schiffbau nennen wir die diese Längsversteifung Stringer, die horizontal reinkommen. Also nenne ich sie jetzt auch Stringer. Diese Stringer werden in dieser Ausgabe eingebaut, um sozusagen die Längsversteifung herzustellen, um so das ganze Modell gerade zu ziehen. Ihr habt vorhin gesehen, dass ich das Modell, das angefangene Modell in meine Helling reingebaut habe. Aber so richtig, ja, muss ich mal gucken, ob ich die nochmal nehme. Wenn ich sie nehmen möchte, muss ich sie noch ein bisschen modifizieren, weil vorher ein Modell drin war, wo das Holz nicht ganz so dick war wie hier. Und das geht ganz schwer rein, aber mal gucken. Und wie gesagt, die Stringer werden als nächstes eingebaut in diesem Modell. Ich sehe jetzt gerade, dass nur diese beiden horizontal eingebaut werden. Diese beiden werden in Längsrichtung als Decksunterbau eingebaut. Achso, die Geschützrohre, die werden noch nicht festgeklebt. Die werden nur ja, getestet, ob sie reingehen und gerade abgeschliffen, aber weiter wird damit noch nichts gemacht. Deswegen lasse ich die hier noch in der Tüte drinne und werde sie gut weglegen und dann nachher einbauen und weiter bearbeiten, wenn sie dann benötigt werden. Wie ihr sehen könnt, konnte ich es dann doch nicht lassen und habe dann die Geschützrohre doch ausgepackt, habe sie schön einmal geschliffen und ein bisschen poliert. War das mittlere Rohr, das wackelt leicht. Daran kann man dann sehen, dass sie doch nur gesteckt sind. Das Ganze bewegt sich noch. So soll das ja auch. So, nun sind quasi dann Ausgaben 2 und 3 fertig geworden. Jetzt warten wir auf die nächste Lieferung.
Ach so, ich wollte noch mal messen, welche Gesamtlänge das Modell jetzt hat. Das sind ungefähr 45 cm. Hat jetzt 45 cm haben wir dann schon erreicht. Das ist, glaube ich, ungefähr ja, ein bisschen über ein Drittel von dem Modell. Ja, das war es dann heute. Die ersten drei Ausgaben sind verbaut. Der Anfang ist gemacht. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und vor allem, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, hoffe ich natürlich. Und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick more weather in.